Fazıl Say ist ein Künstler, der die klassische westliche Musik wirklich sehr gut beherrscht und international sehr erfolgreich ist und große Anerkennung genießt. Und wenn man die Möglichkeit hat, ein Live-Konzert von ihm zu erleben, dann kommt man eigentlich in den Genuss seiner Kunst und man kann dann sehen, wie präzise er spielt, wie feinfühlig er mit seinem Klavier eins wird und was für ein liebevolles Klangerlebnis er produziert. Also es ist wunderschön, ihn zu erleben. Orient-Occident, Fazıl Say verbindet diese beiden Kulturen auf eine ganz faszinierende Weise in seiner Musik. Wie genau schafft er das? Fazıl Say hat das Stück Istanbul Symphonie geschrieben und in diesem Stück treffen Orient und Okzident für einen kurzen Moment, für einen flüchtigen Kuss auf Augenhöhe zusammen und ich finde dieses Stück wirklich wundervoll. Also ich mag es sehr. Es wird natürlich von einem klassischen Orchester gespielt, das ist klar. Es kommen aber auch drei orientalische Instrumente mit ins Spiel, nämlich die Ney-Flöte und eine Art Zither und eine Trommel, die ihren Ursprung eher in der türkischen Musik hat. Und das sind schon mal drei orientalische Elemente, drei fremde Elemente, wenn man so möchte, in diesem Stück. Und das Stück besteht aus vielen verschiedenen Ausschnitten aus der türkischen Musik, aus verschiedenen Epochen, die einfließen in dieses klassische Stück. Also es ist eigentlich weiterhin ein klassisches, westliches Werk, in dem aber immer wieder diese orientalischen Elemente auftauchen und das macht es einfach einzigartig. Und Fazıl Say ist es in diesem Stück gelungen, eine sehr schöne Harmonie darzustellen, die man sich nur wünschen kann. Wenn Sie jetzt in so einem Konzert sitzen und die Musik hören, Musik ist ja ganz viel Gefühl, Emotion, was fühlen Sie da? Wie geht es Ihnen, wenn Sie die Musik hören? Ganz spontan, frei von der Leber weg. Also was ich beobachte ist, bei den Zuschauern, die eher aus Deutschland kommen, also eher die deutsche Kultur kennen, dass sie der orientalischen Kultur begegnen und dass sie für einen Moment überrascht sind. Ja? Und bei den Zuschauern oder Zuhörern, die deutsch-türkischen Ursprung haben, also türkische Migranten oder Migrantenkinder, und da geht es mir ja auch genauso, ist es so, dass man für einen Moment es erleben darf, dass man beide Kulturen, also die Herkunftskultur und die Gegenwartskultur, auf Augenhöhe gleichberechtigt erleben darf. Und das ist ein wunderschönes Gefühl für Migranten.